Digitale Salon ist eine Produktion von unserem Institut gemeinsam mit der Kooperative Berlin. Und kurz vorweg, um mich vorzustellen, mein Name ist Konrad Muschig, ich bin studentischer Mitarbeiter hier am HIG und ich habe heute die Ehre, eine kurze Einführung in unser heutiges Thema zu geben und in den Abend zu geben. Ich möchte direkt vorweg schicken, dass diese Ehre mir auch zuteil kommt, dass ich gleich mehrere Mitarbeiter unseres Instituts, die sehr spannende und intensive Forschung zur Zukunft der Arbeit im Digitalisierungszeitalter betreiben, sich momentan im Urlaub befinden. Und diesen Urlaub auch meiner Meinung nach glücklicherweise auch Urlaub sein lassen und nicht irgendwie eine spontane Working Session innerhalb ihres Urlaubs einlegen und hier in irgendeiner Art und Weise zugeschaltet werden und kurz das Intro abhalten, womit wir uns mit diesem Aspekt auch langsam dem Thema des heutigen Abends nähern. Es wird heute um die sich verschwimmenden Grenzen von Arbeit und Freizeit gehen. Es wird um neue Formen von Arbeit und vielleicht auch um neue Einstellungen gegenüber Arbeit gehen. Und das alles möglich gemacht durch die Digitalisierung und ihre Kinder namens Crowdworking, Gigworking und weitere Formen der Arbeit, die oftmals nur eine stabile Internetverbindung und die jeweilige App verlangen, nicht mehr aber die statische Anwesenheit in Büroräumen, geschweige denn feste Arbeitszeiten. Dieser ganze digitale Salon wurde getauft unter dem Namen, natürlich unter dem provokativen, zugespitzten Namen Appschuften. Ich weiß nicht, falls Sie das Bild der heutigen Veranstaltung gesehen haben, dort haben wir auf der anderen Seite einen sommerlich schimmernden Pool abgebildet. Ausbeutung also auf der einen Seite, Arbeit wahrgenommen als freizeitliches Vergnügen auf der anderen Seite. So einfach und so schwarz-weiß, ich glaube, das werden wir heute bemerken, ist es natürlich nicht. Und umso schöner ist es, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit dem spannenden Panel Chancen und Risiken des Crowdworkings und neuer Arbeitsformen auszudifferenzieren. Ich hatte bereits erwähnt, dass sich viele unserer Experten zur sogenannten Arbeit 4.0 hier im Institut leider im Urlaub befinden. Ich persönlich habe aber eine eigene Arbeitserfahrung gemacht, die in den Themenbereich des heutigen Abends passt und die ich kurz teilen möchte. Ich bin vor einiger Zeit, für wenige Monate, für den allseits bekannten Plattformanbieter Deliveroo gefahren, einem Vertreter der sogenannten Gig Economy und somit einem Teil des sehr diversen Felds des Crowdworkings. Gigs, also kurze Aufträge, werden über Plattformen verteilt. Bei Deliveroo oder Foodora ist es das Liefern von Essen, bei Uber die Personenbeförderung, bei Helpling sind es Reinigungsarbeiten, Entsprechungen gibt es für Designer, Übersetzer und so fort. Und für irgendetwas musste diese Arbeit bei Deliveroo ja gut sein, deswegen ein kurzer Erfahrungsbericht meinerseits. Zunächst, welche Anreize gab es für mich, mich bei Deliveroo zu melden? Das ist relativ schnell zusammengefasst. Natürlich das schnelle Geld bzw. der geringe administrative Aufwand, bevor man loslegen kann. Und, wichtiger Punkt, die flexiblen, selbstbestimmten Arbeitszeiten. Ich begann also meine Arbeit, die Versprechung, hohe Flexibilität, faire Vergütung, bis zu 15 Euro pro Stunde wurden einem versprochen im Hinterkopf und bin natürlich nach wenigen Tagen, sagen wir, auf Auffälligkeiten bzw. Probleme gestoßen. Bezahlt wurde ich per Provision 5 Euro pro Lieferung. Es bestand also in gewisser Hinsicht eine totale Abhängigkeit der Aufträge. Es kamen aber schon bald Stunden, in denen keine Aufträge reinkamen. Ich stand also mit meinem Fahrrad, damals leider in der Kälte, für eine Stunde draußen und verdiente in dieser Stunde keinen einzigen Cent. Wie sieht es in diesen Fällen der Scheinselbstständigkeit mit dem Mindestlohn aus? Bei der seltenen Begegnung mit anderen Fahrern im Gespräch ergaben sich weitere spezifische Auffälligkeiten dieser Art von Tätigkeit. Gemeinsam versuchte man, dem Algorithmus auf die Spur zu kommen, der die Aufträge vergibt. Warum gab es diese erwähnten Stunden, in denen nichts reinkam, wenn die äußeren Faktoren scheinbar gleich blieben? Gerade vor dem Hintergrund, dass diese Plattformanbieter auch die genauen Arbeitsdaten besitzen, gewinnt diese Frage noch mehr an Brisanz. Auch dass es unterschiedliche Arten von Verträgen gab, manche wurden mit Provision verlohnt, manche mit Stundenlohn plus einer kleinen Provision, ergab sich erst mit der Zeit im Gespräch mit anderen Fahrern. Ich bin mir bewusst, dass es sich hier nur um ein spezifisches Beispiel einer Form des Gigworkings handelt. Trotzdem kann man vielleicht eine allgemeine Gefahr aus Erwähntem destillieren. Es scheint zwischen Plattformanbietern auf der einen Seite und den Arbeitenden die Gefahr gewisser Asymmetrien zu bestehen. Sowohl was den Vergabealgorithmus als auch hinsichtlich der eigenen Rechte auf faire Entlohnung und vor allem Arbeitsverhältnisse. Trotzdem scheint die Crowd erstmal nicht die typische Arbeiterschaft zu sein, die das ausgeprägteste Bewusstsein für Arbeitersolidarität und die eigenen Rechte hat, was auch an der individualisierten Arbeitsweise und der räumlichen Trennung der Arbeitenden liegt. So, und das zum Abschluss, stellt sich für die Gewerkschaften, aber natürlich auch für uns alle die sehr große Frage, was kann man also tun, um die Potenziale des Crowdworkings zu nutzen und gleichzeitig Crowdworkern eine fairere Arbeit zu ermöglichen? Ich freue mich, dass wir mit dem Panel heute dieser und auch weiteren Fragen nachgehen können und wünsche uns nun einen schönen Abend.
vielen Dank an Konrad Muschig und damit erstmal herzlich willkommen. Und jetzt stellt euch mal alle vor, ihr säßt irgendwo unter Palmen am Strand, ihr habt so die Füße im Sand, nebenbei plätschert so ganz sanft das Wasser vor sich hin und vielleicht hört ihr noch ein leises Tippen einer Tastatur. So könnte man sich vielleicht ungefähr eine Szenerie vorstellen, eines digitalen Nomaden oder einer digitalen Nomadin, wie sie arbeitet, irgendwo schön in der Südsee, wo es ganz nett ist, wird halt digital ein bisschen was geschafft, wird App geschuftet und weil eigentlich brauchst du einen digitalen Nomade gar nicht viel mehr, außer ein bisschen Internet oder manchmal auch ein bisschen mehr Internet, je nachdem, und einen Laptop und dann kann es eigentlich schon losgehen. Crowdworking ist so ein Stichwort auch dabei, das spielt eine wichtige Rolle, da werden wir nochmal spezifischer zu kommen, was das eigentlich bedeutet, was das ist und vor allen Dingen wollen wir uns eben diese Fragen stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn man so hyperflexibel arbeiten kann? Ist das eigentlich nur gut? Welche Vorteile hat das? Welche Nachteile hat das? Wann kann das eben halt auch zur Ausbeute unter Umständen werden und wie viel Unsicherheit bringen denn solche flexiblen Arbeitsverhältnisse eigentlich auch mit sich und wie gestaltet sich Arbeiterinnen-Solidarität in einer so digitalisierten und flexibilisierten Arbeitswelt. Das also heute alles bei uns im digitalen Salon und das mache ich nicht alleine, sondern ihr seht es ja schon neben mir, habe ich drei Gäste. Ich fange mal mit der Dame an. Ines Timzinski, sie ist Expertin und Trendsetterin für digitales Publizieren und Finanzieren und hilft seit vielen Jahren Autoren, Verlagen, Kreativen dabei, ihre Projekte zu finanzieren und dann auch umzusetzen und seit 2010 hat sie sich dem Thema Crowdworking verschrieben, könnte man sagen, und ist Vorstandsmitglied des deutschen Crowdsourcing-Verbands. So, herzlich willkommen. Ein Applaus auf jeden Fall für Sie. Und Ines sagt, flexibilisierte Arbeitsweisen wie das Digitalnomadentum bedeuten für die Menschen eine bessere Arbeitsumgebung, selbstbestimmtes Arbeiten und eine große Chance, da der Markt mit der Digitalisierung immens größer geworden ist. Dann herzlich willkommen an Hendrik Senn zu meiner Linken. Da könnt ihr auch schon mal, die Gäste freuen sich immer. Jetzt wisst ihr noch gar nicht, warum ihr applaudiert habt. Ne? Ja, das war jetzt unfair. Ja, Hendrik Senn ist Professor und zwar für Betriebswirtschaft an der Hochschule Anhalt und er arbeitet auch hier am HIEG, ist einer der wenigen, die nicht im Urlaub sind und forscht unter anderem zur Zukunft der Arbeit und zum Thema Open Innovation. Und er sagt, flexibilisierte Arbeitsweisen bedeuten für Menschen eine weitere Option und sind besonders interessant für Hochqualifizierte und das ist auch ein bisschen gemein. Warum das so ist, auch gleich mehr. Und damit dann noch am Ende des Podiums Robert Fuß, auch da gerne Vorschusslorbeeren. Er betreut als Vertreter der Gewerkschaft IG Metall das Teilforschungsprojekt Cloud und Crowd und dort untersucht er unter anderem, wie Cloud- und Crowd-Konzepte auf produktionsnahe Dienstleistungen übertragen können. Er ist sozusagen absoluter Experte zu dem Thema und sagt, flexibilisierte Arbeitsweisen wie das Digitalnomadentum bedeuten für die Menschen eher eine Randerscheinung. Damit also ganz offiziell herzlich willkommen beim digitalen Salon und ihr seht ja, wir haben da noch einen freien Stuhl. Der freie Stuhl ist für euch gedacht, denn ihr dürft mitdiskutieren. Ihr dürft auch jederzeit, wenn ihr jetzt vielleicht euch nicht sofort auf diesen Stuhl traut, auch gerne die Hand heben, wenn ihr zwischendrin eine Frage habt, die ihr dringend loswerden wollt oder eine Anmerkung, die ganz wichtig ist, dann wird vielleicht Konrad, vielleicht auch jemand anders mit einem Mikrofon durch den Saal laufen und euch die Frage entlocken, damit wir sie auch alle verstehen. Denn das Ganze ist eine Aufzeichnung, deswegen ist das Mikrofon wichtig. Also ihr müsst ins Mikrofon sprechen. Ansonsten werde ich auch zwischendrin immer wieder ermuntern, auf diesen tollen Stuhl zu kommen, mit uns zu sprechen. Oder ihr dürft euch auch gerne selber einfach melden. Auch da gilt das, wenn ihr also Lust habt, euch an der Diskussion für ein paar Minuten zu beteiligen, dann seid ihr also herzlich eingeladen. Ihr dürft euch einfach irgendwie bemerkbar machen und wir machen das dann möglich, dass ihr mit zu uns nach vorne kommt. Das ist der sogenannte Hot Seat und damit möchte ich in die Diskussion mit euch einsteigen und vielleicht, damit wir das einmal noch mal glatt gezogen haben, fange ich mal mit dir an. Und zwar, erklär doch noch mal für alle, was ist eigentlich dieses Crowdworking? Ich muss jetzt Crowdworking erklären. Okay, ja, also ja, der Begriff Crowd aus dem Englischen, ne, eine große Menge.
Ich habe jetzt in der Tat keine Schulbuchdefinition zur Hand, aber die Idee ist natürlich, dass wir Arbeitsaufgaben eben nicht mehr an einen vorher fest definierten Kreis innerhalb eines Unternehmens oder in einem klassischen Auftragsverhältnis an fest definierte Leute aufgeben, sondern dass wir innerhalb einer größeren Menge von Menschen dieser Crowd eine Aufgabe nach einem ganz ziemlich unterschiedlichen Mechanismus, das kann je nach Plattform eben verschieden sein, oder Konrad versucht immer noch rauszufinden, wie es ist, und dann entstehen so interessante, so quasi religiöse Strukturen, wo die Leute fragen, was macht der Algorithmus da, muss ich die Straße fahren, dann kriege ich was. Also nach irgendeinem Mechanismus diese Aufgaben zu vergeben oder am Ende zu bewerten und dann dafür auch hoffentlich eine Entlohnung zu bekommen. Und was genau beschreibt dann, das gebe ich einfach mal noch weiter, die Digitalnomadinnen oder Nomaden, was sind die, wer ist damit gemeint? Ich habe es ja versucht, so ein bisschen zu umschreiben, sind das immer diejenigen, die mit den Füßen im Sand am Strand sitzen und dort arbeiten? Also die Digitalnomaden, daran merkt man wahrscheinlich so ein bisschen, dass ich etwas älter bin, sind Freiberufler mit Laptop. Das heißt, jeder, der sich also mit seinem Laptop an den See setzt oder in einen Coworking-Space oder im Urlaub das Ding nochmal aufklappt, weil der Kollege angerufen hat und nochmal eine Präsentation braucht. Das sind digitale Nomaden. Es ist nur schön, dass jetzt mittlerweile eine ganze Industrie die entdeckt hat und die also probiert, mit sämtlichen Dienstleistungen und anderem zu bespaßen. Der Crowdworker ist erstmal kein richtiger digitaler Nomade. Also ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Crowdwork und Clickwork. Clickwork ist das, was wir halt von Amazon Mechanical Turk kennen oder von Google, klick irgendeine Karte bunt und dafür kriegst du halt pro Klick 50 Cent. Oder schreib irgendeinen Text für einen Online-Shop und dann kriegst du 2,50 dafür. Das ist in meiner Welt so der klassische Job für jemanden, der halt gerade Zeit hat, der Lust hat, noch so ein bisschen sich nebenbei was zu verdienen. Früher nannten wir die halt eben Studentenjobs. Die haben dann eben auch Zeitungen ausgetragen oder haben dann halt eben eine Bestellung bei einem großen Essensanbieter angenommen. Crowdwork ist eigentlich schon eine Stufe höher. Das heißt, ich habe wie zum Beispiel auf einer Designer-Plattform die Möglichkeit, mich mit einer großen Agentur gleichzustellen, indem ich einfach sage, hey cool, du hast einen Auftrag, ich schmeiß meinen Hut mit in den Ring. Und wenn ich Glück habe, kriege ich den Job und kann dann dementsprechend mit dem Salär nach Hause gehen und habe halt vielleicht mal gegen eine große Agentur gewonnen und habe halt was für meinen Lebenslauf. Und was ist das klassischerweise für Jobs, die über solche Plattformen geregelt werden, Robert? Alles Mögliche. Wenn ich noch mal einhaken darf, wenn die Diskussion, also wenn die Definition stimmen würde von Digitalnomaden, dann bin ich ja ganz plötzlich auch einer. Auf dem Weg. Da muss ich dann auch noch mal einhaken. Auf dem Weg von Frankfurt hierhin habe ich im Zug Texte bearbeitet, durch die Gegend geschickt und Ähnliches. Ich glaube, das trifft es ja gar nicht ganz, weil ich habe ein festes Beschäftigungsverhältnis bei der IG Metall, der größten Gewerkschaft der westlichen Welt. Ich habe einen festen Arbeitsvertrag, ein festes Gehalt etc. Ich glaube, man muss sehr genau hingucken bei diesen verschiedenen Beschäftigungsformen. Was verbirgt sich da eigentlich hinter? Ist das ortsgebunden? Ist das ortsungebunden? Unterwerfe ich mich einer Arbeitsorganisation, so wie wir das eben gehört haben, zum Beispiel bei den Essensfahrern? Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich anfange, mich auf einer Plattform einzuloggen und zu sagen, ich möchte heute Texte bearbeiten, dann klicke ich da was an, bearbeite den Text, schicke den wieder ab. Und ich glaube, aus dieser ganzen Diskussion wird jetzt schon deutlich, es gibt eine unheimliche Vielfalt von Arbeitsmodellen, von Geschäftsmodellen und man muss da immer sehr genau hingucken, auch wenn man sagt, was bedeutet das eigentlich für die Leute? Mehr Freiheit, mehr Ausbeutung, wer trägt eigentlich das Risiko für die Aufträge? Also da lohnt sich ein sehr differenzierter Blick drauf. Also der Digitalnomad ist auf jeden Fall der Selbstständige. Es ist nicht derjenige, der Laptop. Nein. Genau. Nein. Gerade Zahlen, ob ich denen trauen kann oder nicht, kann die Quelle auch nicht nennen, gesehen, dass 38% der Leute, die sich als digitale Nomaden befinden und machen mal eine Vollbefragung, das ist keine Ahnung, wie sie es gemacht haben wollen. Wir sind gerade im März nach Indonesien gefahren und haben da mit solchen Leuten gesprochen, aber es ist relativ schwierig, da repräsentativ zu arbeiten. Auf jeden Fall eine andere Studie meint, 38% der Leute sind in abhängigen Verhältnissen. Und in der Tat, eine ganze Menge von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, haben ganz normale feste Arbeitsverträge mit Rentenversicherung und allem drum und dran. Und natürlich ist bei solchen Phänomenen immer unmöglich, irgendwie genau die Linie
Grenzen, ne? Wo du jetzt wirklich Nomade bist oder nicht. Und wenn du dich als solche empfindest, dann ist das sicherlich okay. Am, weiß nicht, welchem See hier um Berlin. Im Kern ist aber natürlich die Idee des Nomadentums wirklich sozusagen dieser, die völlige Unabhängigkeit vom Ort, ja, und das umherziehen können, ja, und ob in Lissabon, Miami oder Canggu auf Bali irgendwie arbeiten können und die gleiche Arbeit machen können, egal wo ich bin, und die jeweiligen örtlichen Vorteile für sich nutzen zu können und das gewisse Abenteuer, ja, oder Freude, die da drin, genau, steckt. Genau. Und insofern, es gibt durchaus eine Überschneidung zwischen diesen zwei Phänomenen, die ist aber kleiner, als man vielleicht glauben mag. Und immerhin, auch wenn es 38% sind, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind, dann sind ja immer noch, also fast zwei Drittel, die eben die sind aber nicht keine in so Clickworker notwendigerweise. Also die sind, die gründen gerade selber irgendwas oder die sind selbstständig und machen irgendwelche Aufträge und vielleicht klicken die sich hin und wieder auch noch mal ein paar Dollar dazu. Von den Leuten zum Beispiel, mit denen wir gesprochen haben, war das der absolut kleinste Teil. Dann lasst uns noch mal darauf zurückkommen, was sind denn so Arbeiten, die also eben über Crowdwork erledigt werden? Also der Digitalnomade kann alles sein. Es kann ein Beschäftigter tatsächlich sein, der digital von überall auf der Welt arbeitet. Aber wenn wir jetzt über das klassische Crowdworking reden, dann sind das eben schon zum Teil die Clickworker. Und was machen die noch? Was wird also an, sagen wir mal, Aufgaben und Jobs angeboten auf solchen Plattformen, die also explizit Leute haben wollen, die also irgendwo sitzen, denen ist völlig egal wo, die einfach irgendeine Arbeit erledigen? Was machen die da? Was bieten die da an? Naja, unsere Motivation war ja, als Gewerkschaft IG Metall, die unter anderem hauptsächlich für die Metall- und Elektroindustrie zuständig ist, mal zu gucken, gibt es das eigentlich entlang der Wertschöpfungskette der metallverarbeitenden Unternehmen, und dann auch als nächstes zu gucken, welche Ausprägungen und welche Auswirkungen hat das. Und der Befund lautet, das gibt es entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das fängt also an bei der Idee zu neuen Produkten, also schon bei der Frage, wie sollen Armaturen Brett aussehen, gibt es Co-Creation und Leute diskutieren zusammen, wie man da innerhalb eines Autos was machen kann. Das geht dann weiter über Software-Testing, es geht auch Software-Programmieren gibt es natürlich, es geht weiter über Texterstellung, zum Beispiel für Seiten, die so optimiert, oder Texte, die so optimiert sind, dass sie über Internet-Suchmaschinen sehr gut erreichbar sind, und hört dann auf bei Menschen, die durch Geschäfte laufen und gucken, wie da so die Produkte präsentiert sind. Also es ist wirklich von Anfang bis zum Ende, findet man Anwendungen davon. Kennt irgendwer von euch solche Plattformen oder hat sie schon mal genutzt? Du musst andersrum fragen, wer kennt keine Plattformen? Dann haben wir gleich. Okay, mir scheint, als wenn keiner bislang so eine Plattform besucht hat. Sehe ich das richtig? Wenn nicht, also wenn jemand schon mal so gearbeitet hat oder auf so einer Plattform war, hebe er bitte die Hand. Ah ja. Okay, aber eine Person in unserem unglaublich prall gefüllten Raum mit 500 Leuten. Sprengt die Statistik. Das heißt, wir müssen einmal, glaube ich, schon erklären, wie das funktioniert. Also wie kann ich mir so eine Plattform vorstellen? Wie ist das dann aufbereitet? Wie kommt also der einzelne Arbeiter, in Anführungszeichen, zu seinem Job, Ines? Wollen wir sie nach vorne holen? Ja? Ja? Weil ich denke, wir können jetzt, aber ich glaube, jemand, der halt schon mal auf so einer Plattform gearbeitet hat, kann komm nach vorne zu uns. Mit seinen eigenen Erfahrungen erklären. Ein Applaus für die junge Dame, die uns gleich ihren Namen verrät. Also nur ganz kurz, um die Werbepause zu unterbrechen, beziehungsweise zu überbrücken. Es gibt auch Crowd-Innovation-Plattformen, die sehen nicht aus wie Crowdwork-Plattformen. Also das heißt, wo Leute halt Fragen stellen und ihr Antworten geben könnt, sei es im Sinne von, hey, ich habe hier, ich möchte ein neues Logo haben, habt ihr Lust mitzumachen? Gab es ja eine große Waschmittelfirma bzw. Geschirrspülfirma, die das gemacht hat, bis halt hin, dass man mit der BVG auf einmal zusammenarbeitet oder mit der BSR. Also das ist auch schon eigentlich Crowdwork. Dann zu dir, wer bist du? Ich bin Claudia Raupach und arbeite, also habe dieses Modell während meiner Studentenzeit ausprobiert. Mittlerweile bin ich keine Studentin mehr und arbeite in einem festen Arbeitsverhältnis, was aber auch irgendwie interessant ist, weil irgendwie ist das für mich auch nicht so die Endlösung, also irgendwas dazwischen, also irgendwie beschäftigt einen das schon. Und meine Erfahrung
bei so einer Crowd-Geschichte war für so einen Anbieter wie Clickworker.de, es war aber nicht Clickworker, und es ging darum, eben SEO-optimierte Texte für verschiedene Anbieter zu schreiben. Und das läuft so, dass man sich auf einer Plattform anmeldet, unglaublich wenig Geld pro Text bekommt, und das ist auch gar nicht so durchsichtig, wie viel Geld man pro Text bekommt. Ich weiß gar nicht, ob wir da nach Zeichen oder nach, also wonach wir bezahlt wurden. Und man bewirbt sich quasi online, also durch wenige Klicks für die Erstellung eines Textes, zum Beispiel für den Online-Shop von Zalando, wo man dann, weiß ich nicht, Texte über Sommerschuhe oder es ist alles möglich. Ich habe auch für so einen Sonnenschirmanbieter einfach SEO-Texte, also Texte, die mit einer bestimmten Anzahl von Keywords bestückt sind, geschrieben. Und genau, man bewirbt sich, dann kriegt man irgendwie eine E-Mail, die sagt, ja, Sie können den Text erstellen, und dann legt man... Wird man freigeschaltet? Genau, ich weiß gar nicht mehr, ob man freigeschaltet wird, aber es ist so eine Art, man hat irgendwie ein Benutzerkonto, man schreibt dann nicht nur einen Text, weil ein Text bringt vielleicht 1,80 Euro oder 2,50 Euro, sondern steht auch immer unter dem Druck, einiges zu produzieren, und ich glaube, man kriegt eine E-Mail oder man wird irgendwie digital benachrichtigt, genau. Und dann legt man los und dann gibt es eine bestimmte Zeitschiene, in der man den Text dann abschickt. Aber das läuft auch nicht per Mail, sondern alles über die Plattform. Also es ist alles sehr anonym, ja. Und gibt es dann irgendwie ein Feedback, also im Sinne von, ja, das war jetzt super, mach mal weiter so, oder man liefert einfach alles ab und weiß eigentlich danach nicht mehr, was passiert damit? Ich glaube, also es ist jetzt auch tatsächlich schon eine Weile her, aber ich meine, es gab so eine Art Ampelsystem, also man... Lesbarkeit, Keyword-Dichte, also es wurde in verschiedene Schritte eingeteilt, aber in der Regel wurde jeder Text angenommen. Es gab auch keine inhaltlichen Vorgaben, es gab dann wirklich eher formale Vorgaben. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Sonnenschirmanbieter, wo es wirklich tatsächlich vor allem darum ging, dass man eben das Keyword Sonnenschirm relativ häufig benutzt hat. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung, wenn man da irgendwie 10 Texte über Sonnenschirme schreiben musste. Ja. Und fragwürdig für die Texte. Ja. Ich glaube, eins der Probleme, die wir haben, hier das zu definieren, ist einfach die unglaubliche Vielfalt von Anbietern, die irgendwie alle gerade in einem Wettbewerb darum stehen, unterschiedliche Systeme auszuprobieren. Wir haben gerade an der Hochschule vor allem ja mit Studenten mal so ein Projekt gemacht, wo wir ganz viele unterschiedliche Plattformen ausprobiert haben. Und also das war wahnsinnig vielfältig, ja. Und es gibt so von dem, was du jetzt beschreibst, ne, zum Beispiel, dass untereinander es gar keinen Kontakt gibt. So gibt es Plattformen, die würde ich jetzt schon so fast als übelwollend, oder Anbieter, die würde ich fast als übelwollend einschätzen. So, wir hatten eine Plattform dabei, da konnten die Crowdworker selber Trainings kaufen, wodurch sie irgendwie besser werden sollten und sich selber platzieren in der Suche nach Angeboten. Weil in der Tat, ganz viele von unseren Nutzern haben dann eben gesagt, so, es ist super schwer, überhaupt mal den ersten Auftrag zu bekommen. Ja? Eine der großen Diskussionen unter den Teilnehmern ist, wie komme ich an meinen ersten Auftrag? Dann gibt es welche, die verbieten die Kommunikation der Teilnehmer untereinander, wo man auch schon mal denkt, so, aha, das ist ja interessant bei euch. Ne? Dann gibt es also die wirklich so übelwollende Unternehmen. Dann gibt es welche, die würde ich sagen, die sind tendenziell schon wohlmeinend. Gibt hier zum Beispiel in Berlin 99 Designs, eine Dependance in der Bergmannstraße, so, die veranstalten regelmäßig Partys oder Treffen, wo wirklich die Leute zusammenkommen, wo sie sich mit denen aushalten. Jetzt, ich habe einen Bias, ich kenne die persönlich und finde die sehr sympathisch. Die sind echt bemüht, ja. Und dann gibt es, die würde ich jetzt nicht nennen, andere Plattformen, die sind einfach totale Chaoten. Und die kümmern sich einfach nicht drum, und da hat man den Eindruck, es gibt halt chaotische Unternehmen, genauso gibt es chaotische Plattformen. Da ist das super undurchsichtig. Da ist mein Eindruck, die wissen nicht so richtig, was sie tun, aber es läuft und immer mal kommt ein Auftrag. Aber als Teilnehmer macht das nicht wirklich Spaß. Aber das heißt, es gibt also so eine Art Ranking-System für die Leute, die auf solchen Plattformen arbeiten. Also man nicht notwendigerweise. Das alles, was du jetzt fragst, ist sehr schwer generisch zu beantworten. Also jeder hat halt so seine unterschiedliche Herangehen, weil es gibt halt einige, die arbeiten halt mit Bewertungen. Was hat der Kunde zurückgegeben? Dementsprechend kriegt der dann halt eben seine Bewertung. Ab einer bestimmten Bewertungsanzahl kriegt er vielleicht vermeintlich, wir wissen es nicht, weniger Aufträge als sein Nachbar. Beeinflusst das auch, was ich an Jobs angezeigt bekomme? Ja. Jein. Also man kann... Na gut, dann stimmt das ja. Also es ist natürlich zum Teil so, dass die Algorithmen oder Ähnliches oder die Punktesysteme so gesteuert sind, dass sie sagen, mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht, der hat schon so und so viele Aufträge gemacht, die waren gut. Und dann greift entweder der Algorithmus oder das Punktesystem und weist diesen Menschen neue und weitere, zum Teil auch kompliziertere und dann eben auch ertragreichere Aufträge zu. Das Phänomen, was man immer hat unter Journalisten, ist sowas von wegen, ich habe mich da einen Tag eingeloggt, ich habe 1,50 Euro verdient für den ganzen Tag. Das stimmt
stimmt sogar als Erfahrungsbericht, ist dann aber in vielen Fällen auch nicht die Lebensrealität von denen, die das machen, weil an dem ersten Tag, wo man Arbeitsplatz kennengelernt hat, das ist, glaube ich, überall so, ist das mit der Produktivität auch noch nicht so doll und wächst dann. Und auch bei den Plattformen gibt es welche, ist völlig richtig beschrieben, die versuchen, den Kontakt zu unterbinden. Es gibt andere, die sagen, ich mache doch lieber so ein Forum, wo die sich austauschen, wie man so einen Auftrag erledigt, dann klären die das sogar untereinander. Ich habe weniger Kosten im Zweifel. Ja, oder als Unternehmen? Genau. Also ich spare mir einen Teil des Supports, wobei ich immer dafür warnen würde zu sagen, das ist der Support, wenn die Leute sich gegenseitig helfen. Aber es gibt da so unterschiedliche Modelle und Philosophien, dass man wirklich sehr genau gucken muss. Und erstmal überhaupt dieses Filtern, ne? Und so ein bisschen so wie von den Sachen, die Person gemacht hat, wie viel war davon sinnvoll oder gut und nicht so gut. Ich kenne es eben von Anbieterseite, ist auch wichtig, weil natürlich die Kunden nicht totalen Schrott bekommen wollen. Und es gibt halt, als Hochschullehrer und Mensch weiß man das, es gibt halt manche Menschen, die einfach fast nur totalen Schrott produzieren. Ja, aber es gibt doch auch ein Unternehmen. Muss man dann auch irgendwann mal sagen, tut mir leid, wir kommen hier nicht zusammen. Aber wenn man jetzt in klassisches genauso. Unternehmen gehen würde, da sitzt auch natürlich nicht zu 100% nur produktive Arbeitskräfte, die dann aber wiederum vielleicht nicht so ausgesondert würden, so will ich es vielleicht mal formulieren, nicht, wie auf so einer Plattform. Du arbeitest, bei den meisten, die ich kenne, gibt es irgendwann ziemlich eine harte Grenze, wo es dann so ein, zwei Gespräche gibt und dann... Ich würde behaupten, es ist aber deutlich schwieriger. Ich habe ja einen Arbeitsvertrag, so den kann man nicht ohne weiteres immer ganz schnell auflösen. Wenn ich keinen habe, kann ich von einem Tag auf den anderen ja keinen Auftrag mehr bekommen. Also auf so einer Plattform bin ich doch schnell. Sagen wir es mal so, auch hier gibt es Mittel und Wege und dann nennt man das halt eben einfach aus sozialen Gründen und zur Freude des Unternehmens müssen wir uns jetzt leider von dir trennen. Und also ne, Gründe findest du halt immer. Ich glaube, also zum einen... Das zeigt halt auch die Vielfalt der Plattform und halt auch so dieses, oh Gott, wo geht's da eigentlich hin? Ne? Malaysia hat 30.000 Crowdworker, die kommen einmal im Jahr hierher, ich mache mit denen eine Berlin-Tour und die lachen sich immer halb kaputt, weil die eigentlich immer denken, dass sie ihre Leute hier unterbringen möchten, stellen aber fest, wir haben eigentlich nichts, wo die reinpassen. Das heißt, wir sind vom Crowdwork her noch ganz, 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 ganz klein. Wir haben, also, ja, wir sind schon in den Babyschuhen, aber es ist eben noch nicht so, dass wir heißt Deutschland. Wir heißt Deutschland und wir können jetzt halt loslaufen, weil die Infrastruktur einfach da ist. Die Unternehmen trauen sich noch nicht so richtig, die trauen halt auch diesem ganzen System nicht so. Wie weit muss ich mich denn jetzt öffnen, dass der Crowdworker auch wirklich was mit meinem Projekt oder mit meinem Produkt anfangen kann? Zum anderen gibt es halt eben ganz viele Plattformen, die, ja, ganz ehrlich, das Gold riechen, schnell aufploppen, aber auch so genauso schnell wieder weg sind, weil sie feststellen, ah, ich kann damit keinen Umsatz machen. Weil die Unternehmen, die es nicht verstehen, natürlich auch sagen, ich bin auch nicht gewillt, da für eine qualifizierte Fachkraft genauso viel zu bezahlen, wie jemand, der bei mir in-house sitzt. Ne? Also auch das Outsourcing, was wir ja noch aus den 90ern heraus kennen, kauft dir ganz viel ein, damit du es drin nicht machen musst. Und die andere Geschichte ist, wegen Journalisten und Job, auch immer wieder gerne erzählt, es gibt einen Journalisten, der hat sich da halt wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr hat er das gemacht und hat Texte geschrieben und hat jedes Mal gegen eine Hausfrau verloren, weil die einfach die besseren Texte geschrieben hat. Und er fühlte sich natürlich in seiner Ehre gekränkt, weil er gesagt hat, ich habe das studiert. Und die sitzt da und hämmert das einfach so runter und irgendwann haben die das auch geschafft, sich zu treffen und sich auszutauschen. Und die hat halt nur in deutscher Literatur eine 1 gehabt, die hat noch nicht mal Abitur gehabt, aber die hatte Spaß. Und ich glaube, das ist das, wo ich halt einfach auch dieses Potenzial sehe, sich auszuprobieren. Klar ist das doof, für 2,50 Euro da einen Text über Sonnenschirm zu schreiben und zu denken, kommt der Nächste um die Ecke, ich hau ihn. Aber es ist halt einfach auch eine schöne Geschichte, es einfach mal auszuprobieren, wo ist denn meine Gabe, wo ist denn mein Talent? Werde ich jetzt für ewig die Designerin sein oder vielleicht bin ich ja doch diejenige, die daraus irgendwo Lust hat, ein Buch zu schreiben oder sich anders zu betätigen. Es gibt Twago. Twago ist halt eben die Designer-Plattform, die ich eingangs gemeint habe, wo halt eben auch kleine Designer die gleiche Chance haben wie eine große Agentur, wo Werbeagenturen mit einfachen Menschen mit Kreativität in Konkurrenz treten. Die sind gerade von einer großen Zeitarbeitsfirma gekauft worden. Also Potenzial wird schon gesehen. Aber nur wir sind noch nicht so weit. Aber nutzt mir so eine Tätigkeit, ist das eigentlich eine Meldung da? Ja, ich bin etwas schüchtern. Oh, Entschuldigung. Dann machen wir erstmal das. Ja, genau. Oh, so tief. Was ist das Thema? Ich glaube, der Gewerkschafter wird sich jetzt sehr freuen von der IG Metall. Wie ist denn das steuerlich überhaupt geregelt sozusagen? Also für 2,50 einen CEO-Job, da wird man wahrscheinlich nichts anmelden, nichts bei der Steuer machen. Wenn es mehr Geld wird im Monat, dass man vielleicht ein paar hundert Euro verdient, ist man sozusagen selbstständiger, ist dann sozusagen selber dafür verantwortlich, das selber bei der Steuer anzugeben. Ja. Macht in der Regel wahrscheinlich keiner. Gibt es da Übersichten? Gibt es Steuerprüfer? Können die das prüfen? Weil die können ja nicht sehen, wer da was gearbeitet hat.
Also, wie funktioniert das? Also die Tätigkeit, wenn Sie das machen, ist tatsächlich steuerpflichtig. Und wir haben mit vielen Leuten gesprochen, das ist wahrscheinlich auch die Erfahrung vom Verband. Ich würde nicht versuchen, auf einer digitalen Plattform Geld am Finanzamt oder auch am Sozialamt vorbeizuschaffen. Das ist so ziemlich die blödeste Idee, auf die man kommen kann, weil die nämlich nachvollziehen können. Die Plattform sagt ja irgendwann, gibt eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt ab, an wen sie da was ausgezahlt hat. Und wenn die das dann wieder nachchecken und die machen Quervergleiche, also das ist der beste Weg aufzukippen, digital Geld durch die Gegend zu schicken und zu meinen, das merken Behörden nicht. Also sie sind steuerpflichtig. Bitte? 10 Euro muss ich dann zum Finanzamt laufen, muss eine Steuererklärung machen, weil ich da 10 Euro für einen Klickjob gemacht habe. Das Steuerrecht sieht vor, dass Einnahmen dann steuerpflichtig, also Tätigkeiten dann steuerpflichtig sind, wenn sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. Also einige Plattformen fragen auch schon eine Steuernummer ab. Okay. Ich würde gerne auf diesen Qualifizierungsaspekt nochmal zurückkommen, weil du eben gesagt hast, ja, dann kann man sich eben ausprobieren, kann vielleicht testen, was liegt mir, was könnte irgendwie spannend für mich sein. Taugt das dann aber, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt festgestellt, mir gefällt XY, mich also damit zu bewerben, dass ich sagen kann, auf so einer Plattform habe ich aber mal XY gemacht. Also stelle ich mir jetzt Essen schwierig ausfahren. Vor. Essen ausfahren, was auch immer das nun sein mag. Aber dafür ist er dann prädestiniert für Logistik. Also, also kann ich mir das in den Lebenslauf schreiben und wird mir das was bringen? Kommt ja wieder total drauf an. Ne? Wir haben gerade hier zum Beispiel, es gibt in Berlin eine Dependance jetzt von Local Motors, die eigentlich aus den USA kommen, die selber von sich sagen, eine Crowd-Engineering-Plattform zu sein. Das ist so ein bisschen undurchsichtig, was da genau wann passiert. Aber und dieser Olli, der da auf dem Euref-Campus rumfährt und selbst gesteuert fährt, ist eben von denen. Ne? Und tatsächlich von Unternehmensseite weiß ich, dass die total scharf sind auf Projekte mit einer Crowd von Ingenieuren, weil sie natürlich die Leute einfach schon im Projekt total durchsichtig, weil Plattform, sehen können und dann so ein Cherry-Picking machen können und die drei Leute aussuchen können zum Gespräch, die eventuell schon was gesehen haben. Ne? Gleich bei grafischem Design oder sowas. Wenn ich da für ein paar Mittelständler nette Sachen oder auch größere Namen was gemacht habe, klar, ist doch nett, aber eben dann für Hochqualifizierte nett, für die es eh schon nett läuft. Du hast eh eingangs gesagt in deinem Statement, also dass Crowdworking vor allen Dingen etwas für Hochqualifizierte wäre, auch wenn das ein bisschen gemein ist. Bevorteilt. Was genau meinst du damit? Erklär mal. Also Plattformen insgesamt und Plattformökonomie hat so einen Winner-Takes-it-all-Mechanismus. Das heißt, wer eine große, ne, wie auch bei SEO, wer eine große Sichtbarkeit bei SEO hat, kriegt mehr Kunden. Dadurch, dass ich mehr Kunden habe, werde ich weiter gefunden und so weiter. Ne? Bei den Plattformen ist es eben auch so, wenn ich erstmal eine gewisse Position erlangt habe, auch mit Twitter-Followern oder bei Facebook oder sonst was, gibt es so eine Selbstverstärkung darüber, dass ich, und wer neu und später zu Twitter dazugekommen ist oder Instagram oder sonst was, hat es immer schwer, überhaupt an diese ersten Positionen zu kommen. Und ich glaube, bei Pizzafahren ist es jetzt nicht unbedingt so, dass es irgendwie den Pizzakönig von Berlin gibt. Bei sehr vielen, oder vielleicht auch, weiß ich nicht. Konrad? Genau, müssen wir nochmal mit Konrad gleich sprechen. Aber natürlich so ein bisschen mal höher qualifizierten Geschichten ist es natürlich so, weil diese Person schon von vielen Unternehmen gesehen wurde. Bei manchen Plattformen können die Unternehmen sich Leute aussuchen, die sie gerne mit drin hätten. Die kriegen dann teilweise sogar auch eine feste Bezahlung, etc. Das heißt, wie an anderen Stellen im Leben auch, wenn man natürlich schon ein bisschen mehr gesehen wurde und was gemacht, kriegt man an der Stelle aber eben digital nochmal eine wesentlich potenzierte Sichtbarkeit. Ja, sodass ich also eigentlich Vorteile nochmal verstärkt als Vorteile wahrnehmen und ausnutzen kann. Wäre das was für dich? Gerade wenn du sagst, ich wollte eigentlich immer gerne lieber ein bisschen flexibler arbeiten, aber eigentlich war mein Studentenjob nur so ein Crowdworking-Job. Also ich würde da eigentlich nicht zustimmen, weil das war eigentlich genau mein Problem. Ich habe diese Sichtbarkeit auf der Plattform überhaupt nicht gespürt. Also man hat ja, du warst ja auch nicht Platz 1 wahrscheinlich. Also aber Verlaub. Wer ist hier schon Platz 1? Das sind ja dann, ist ja einer von Tausenden. Und vor allem das Gefühl, was ich durch die Plattform bekommen habe, war auch gar nicht, dass es da, also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich irgendwie anstrengen, um an die Jobs zu kommen. Es hatte eher wirklich so ein Schwarmgefühl. Also da wird jetzt irgendjemand gepickt. Ich war ja auch nicht mit Bild. Ich weiß gar nicht, ob mein voller Name da stand. Also das war wirklich ein kleines Profil. Aber es kommt bestimmt auch sehr auf die Branche an. Ich meine, auch nochmal zu dem Thema Journalist und SEO-Texten. Ich glaube, wenn man Journalist werden möchte, ist SEO-Texten wahrscheinlich nichts, was jetzt irgendwie unabdingbar im Lebenslauf ist. Ja. Gibt es keinen Pulitzer-Preis für, ne? Genau, ja. Ja. Und, aber Axel Springer wäre interessiert, damit die Texte gut laufen. Ja. Und ich glaube, in dieser ganzen Journalistensparte bei Crowdworking oder Crowdworking, was auch immer,
ist das, ist, glaube ich, dieses Problem der Autorenschaft oder was irgendwie einfach die Rolle des Journalisten oder was ist irgendwie Meinungsbildung, ist wahrscheinlich nochmal ein ganz eigenes Thema, was irgendwie schwierig ist, in Zusammenhang mit den Crowd-Plattformen zu besprechen oder zu weit führt. Also eigentlich, man kann ja nicht darauf zählen, dass dann immer der eine, der es eben super toll gemacht hat, so ein bisschen Survival of the Fittest mäßig, der natürlich die tollen Jobs auf der Plattform, vielleicht sogar noch auf der anderen Plattform bekommt, weil man ihn dann schon kennt. Es geht ja schon irgendwie darum, und da sind wir vielleicht eher so bei den Gewerkschaften, dass dann also ein paar tausend Leute, und da meine ich jetzt nicht 3000, arbeiten und die müssen ja irgendwie oder wollen vielleicht auch irgendwie vorankommen. Kann ich ja nicht nur immer die bevorteilen, die im Ranking die obersten 10 Plätze haben, naja, oder? Das hast du ja heute im Büro auch. Also es gibt ja immer noch den Headhunter, der sich da mit dir in der Mittagspause auf einen Kaffee trifft und dir versucht zu erzählen, dass die andere Firma ja viel cooler ist und ob du da nicht hinwechseln möchtest. Jetzt haben sie halt nicht mehr dieses, okay, wir müssen irgendwo scannen, irgendwo wird schon ein Goldgruben sein, sondern jetzt haben sie eine Plattform, wo sie halt einfach groß gucken können. Dass da die Leute rausgepickt werden, ja. Was ich viel spannender finde, ist, dass sie halt eben aufgrund ihrer Lösung rausgepickt werden und nicht mehr aufgrund von, oh, Abitur 1,1, Abitur 2,1, na, dann nehmen wir doch den 1,1er, das ist doch viel besser. Sondern das wirklich, was war meine Lösung? Also du hast eben nicht mehr dieses, ja, du hast Leistungsarbeit auf alle Fälle, aber du hast halt sehr viel Lösungsarbeit. Das heißt, alles das, was wir vorher unter der Hand immer mit Freunden gemacht haben, können wir jetzt einfach monetarisieren. Punkt. Und das ist am Anfang wahrscheinlich auch erstmal nur ein Nebenjob, da muss noch keiner von heute leben. Die Zukunft, also das Potenzial, was da halt einfach ist, dass wir halt wirklich entscheiden können, wo wollen wir arbeiten, mit wem wollen wir arbeiten, dass wir projektorientiert arbeiten werden, dass ich auch glaube, dass die Plattformen sich immer mehr aufmachen, um halt einfach auch ein Austauschforum zu haben. Eben die virtuelle Kaffeemaschine, das wird definitiv passieren. Das geht gar nicht mehr anders. Was ich aber, wie gesagt, spannend finde, ist halt, dass du wirklich, so wie ich es ja auch gesagt habe und wie ihr es ja auch bei Facebook gepostet habt, dass es halt nicht mehr wichtig ist, wie alt bist du, welches Geschlecht hast du, welche Hautfarbe hast du, welche Region hast du. Das ist sozusagen der Vorteil der Anonymität. Genau, nur noch die Lösung. Und dann kannst du 71 sein und ein Rentner oder du kannst Raul Krauthausen sein, der kleine Mann mit dem riesen Rollstuhl. Es wird nicht mehr geguckt, sondern es guckt halt nur noch aufs Ergebnis. Das ist in der Tat einer der Vorteile. Wir haben ja auch Befragungen gemacht unter Crowdworkern. Wir haben mittlerweile wahrscheinlich als einzige Arbeitszusammenhänge mit rund 60 Crowdworkern, die wir persönlich kennen aus Workshops und mit denen wir auch Dinge entwickeln und diskutieren. Und einer der Vorteile ist tatsächlich, dass da keine Personalabteilung dazwischen sagt und sagt, oh, der hat einen Bruch im Lebenslauf, den nehmen wir jetzt lieber nicht. Oder die Frau hat 3 Kinder, die kommt bestimmt nur jeden zweiten Tag ins Büro oder so, weil die Kinder krank sind. Sondern das ist in der Tat so, dass man solche Sachen, Vereinbarkeit und persönliche Chancen, dass man das verbessern kann. Ja? Das gehört zweifelsohne zu den Chancen. Allerdings bei den Risiken muss ich sagen, wir haben eben eine Diskussion angetippt mit dem Arbeitsvertrag. Ja? Ein Arbeitsvertrag ist ein Arbeitsvertrag. Wir kennen so Kriterien wie eine Probezeit, einen befristeten Arbeitsvertrag, was alles nicht schön ist, aber ist immerhin einer. Danach, wenn das alles nicht mehr greift, gibt es nur noch Personenverhaltens- oder betriebsbedingte Kündigung. Da können Sie nicht mehr sagen, das passt mir jetzt nicht und jetzt kommst du halt morgen nicht mehr. Das geht nicht. Das ist ein Schutz im Arbeitsrecht. Es gibt immer noch bei dauerhafter Minderleistung und so, klar, gibt es Instrumente, aber dazu muss was vorliegen. Und eine von den Gefahren ist halt bei den Plattformen völlige Willkür und Intransparenz. Also das, was wir eben gehört haben über die Essensfahrer, ja, dass die nebeneinander stehen und nicht wissen, warum fährt der eine jetzt los und der andere nicht, ist so ein Beispiel dafür. Auch wenn das nicht unsere Branche ist, aber es gibt ja Essensfahrer, die sich organisiert haben, unter dem Stichwort Liefern am Limit. Und die haben mal in Köln nebeneinander gestanden, haben die uns erzählt. Und damals gab es das noch bei Deliveroo, bevor die den Betriebsrat gegründet haben und dann die befristeten Arbeitsverhältnisse auch ausgelaufen sind. Die haben mit mehreren, mit unterschiedlichen Verträgen nebeneinander gestanden. Und das Erstaunliche war, die den Arbeitsvertrag hatten, die hatten mehrere Aufträge. Derjenige, der für das Stück bezahlt wurde, der stand die ganze Zeit am gleichen Platz und denen ist dann völlig klar geworden, der ist nur noch dafür da, die Auftragsspitze abzudecken. Der ist, ja klar ist das logisch, ja, aber das heißt wieder andersrum, das betriebswirtschaftliche Risiko hat die Plattform wunderschön auf den alleine abgedrückt und das ist nicht unser Verständnis davon, wie Arbeitsverhältnisse funktionieren sollen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Da hinten gibt es aber eine Frage und
Ich würde auch gerne vielleicht den Hot Seat wieder feilbieten an jemand anderen, der sich so toll traut. Einen großen Applaus nochmal. Gibt es also jemanden, der sich noch einbringen möchte? Vielleicht auch unsere Fragenstellerin? Na gut, dann stell deine Frage. Wer bist du? Sina bin ich. Meine Frage, weil ihr habt das jetzt gerade auch schon kurz angerissen, Stichwort monetarisieren. Ist das überhaupt realistisch, als Crowdworker auf einen Mindestlohn zu kommen? Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungswerte habt aus euren Untersuchungen. Vielleicht kannst du ja auch was dazu sagen, wie viel du da verdient hast. Und das zweite Ding ist auch gerade schon angeschnitten worden. Es ist ja dann auch ganz schwierig für Crowdworker, sich überhaupt zu organisieren, eine Gewerkschaft zu gründen oder ähnliches. Das ist ja quasi nicht der Fall, weil eben jeder individuell arbeitet. Und ich fand es jetzt alles so, es hat sich alles so sehr positiv angehört. Es ist alles diskriminierungsfrei etc. Und das würde mich interessieren. Sehr schön, das schließt sich eigentlich auch hervorragend an. Also ich glaube, warum sich die Crowdworker nicht noch nicht mehr zusammengeschlossen haben, liegt einfach daran, dass keiner sagt, ich bin Crowdworker. Also Crowdworker gibt es so an sich per se erstmal nicht als Berufsbezeichnung. Ne? Digitaler Nomade hat es geschafft, aber Crowdworker eben noch nicht. Aber ein Crowdworker ist ja eben halt auch alles, aus jeder Branche, vom Hochqualifizierten bis zum Niedrigqualifizierten. Genau. Ist ja auch schwierig, dann da eine Gewerkschaft wie die IG Metall zum Beispiel auf die Beine zu stellen. Was in Amerika gemacht wird, ist, es gibt halt eine Plattform, wo du dich mit einem Video hinstellen kannst und sagen kannst, hier ist ein Missstand, das gefällt mir nicht, wem geht's genauso? Und dann können die Leute halt mit dir in Kontakt treten. Aber das gibt's halt erstmal nur in Amerika. Deutschland hat es noch nicht gemacht. Dann habe ich zwei Wochen später keinen Job mehr. Also auf der Erfahrungsebene, wo die Frage war, wie ist das eigentlich mit dem Mindestlohn? Wir haben ja auch Umfragen gemacht, wir haben die Leute gefragt, was ist ihnen eigentlich wichtig? Weil am Anfang, als das mit dem Crowdwork aufkam, da hieß es, das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung, wenn die Leute nicht ihre digitale Farm bedienen, dann machen die halt sowas und verdienen noch 3 Euro dazu. Dann haben wir die gefragt, was ist euch eigentlich am wichtigsten? Haben dazu das Raster genommen von diesen 10 Punkten aus der freiwilligen Selbstverpflichtung von diesem Code of Conduct. Und da ist dann mit so einem langen Balken rausgekommen, das mit dem Geld ist uns am wichtigsten. Ja? So, das und wir haben natürlich auch gefragt, was verdient ihr da? Das ist von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich, aber die haben gesagt, das mit dem Geld ist uns am wichtigsten. Es ist auch zu wenig, auch wenn ich das vergleiche mit anderen. Es gibt Unterschiede und es gibt auch ganz viele Jobs, die liegen unterhalb des Mindestlohns. Ja? Rechtlich ist das zulässig, weil das halt keine Arbeitsverhältnisse sind, sondern die gelten ja als Solo-Selbstständige. Von daher ist das nicht illegal, aber es ist nicht wünschenswert. So, bei der Frage, schließen die sich zusammen, stößt man natürlich auf eine Schwierigkeit. Also wenn man zusammen an einem Arbeitsort kommt und selbst diese Essensfahrer, die erkennen sich an diesen wunderbaren Kisten, aber die Crowdworker, die sitzen erstmal zu Hause und die wissen gar nicht, wie soll ich an jemanden drankommen, wo sind eigentlich die anderen etc. Das war einer der Gründe, warum die IG Metall sagt, wir wollen uns darum kümmern. Wir haben auf dem letzten Gewerkschaftstag unsere Satzung geändert. Seit 2016 können die bei uns Mitglied werden. Das heißt, wir sind bei Null gestartet. Wir stehen nicht mehr bei Null. Und wir haben auch laufenden Zulauf. Und die Leute gucken schon danach, wie sie sich organisieren können und sind auch nicht irgendwelche Ellbogen-Individualisten und sagen, ich bin hier alleine und ich muss rempeln oder so, sondern das, was wir mitbekommen, ist, die sind dankbar dafür, dass eine Organisation sagt, wir wollen euch eurer Fragen und eurer Themen annehmen und eure Interessen vertreten. Ich glaube, sonst tut das auch keiner. Also selbst wenn die ein Gewerbe anmelden müssen und dann sind die Zwangsmitglied in der Industrie- und Handelskammer und dann würden die sagen, Industrie- und Handelskammer, tu mal was für uns, dann sagen die, nee, wer seid ihr und ähnliches. Also das, was wir mitbekommen, ist eine große Bereitschaft, sich darauf einzulassen und auch Interesse dafür, dass jemand sagt, hier, wir wollen eure Interessen vertreten. Das geht nicht von 0 auf 100, weil das hat immense Schwierigkeiten, überhaupt die Leute zu finden. Wir können ja auch nicht auf die Straße gehen hier unter den Linden und fragen, bist du Crowdworker? Dann wollen wir mal mit dir reden oder so. Es gibt Methoden, das zu machen, aber das ist unendlich aufwendiger, als wenn es von vornherein so einen betrieblichen Zusammenhang gibt, wo die Leute sich in der Fabrik oder im Büro treffen. Wenn ich vielleicht auch nochmal nachlegen darf, also ne, wieder meine These, kommt wieder auf die Plattform an, wenn irgendwie
100 Leute Bilder klicken oder sowas, dann kommt da wahrscheinlich ungefähr dasselbe raus. Die meisten Plattformen, die ich kenne, sind aber nicht so, sondern sind tatsächlich so, dass man sich qualifizieren kann und auch irgendwo ein Profil hat und dann auch Leute wiederkommen. Und da gibt es so eine linksschiefe Verteilung. Das heißt, deine Frage kann man gar nicht so beantworten, weil ein paar Leute wirklich ganz ordentlich davon leben können. Aber die allermeisten überhaupt nicht. Also wir müssen bei der Diskussion, die wir gerade hatten, so ein bisschen trennen. Crowdwork als Lohnerwerbsmodell, und das ist in meinen Augen eigentlich nicht wirklich vorhanden. Das ist ähnlich einträglich wie ein Praktikum vor der Mindestlohnzeit. So, und das heißt ja, ne, gesellschaftlich ist es jetzt nicht so, dass das bei uns irgendwie nicht möglich wäre. An anderen Stellen oder irgendwie als Security-Arbeiter oder sonst was, ja, fabrizieren wir auch solche Verhältnisse, ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt ein paar Leute, die können da richtig gut von leben, und ich kenne anekdotisch wieder Geschichten. Es ist auch eine Arbitrage-Geschichte, ne? Als Deutscher mit deutschem Lebensstandard, mit deutschen Kosten, ist es natürlich wesentlich schwieriger, da Spaß zu haben, als wenn ich zum Beispiel in Südosteuropa lebe oder so, ne? Und da gibt es kleine Agenturen, die sich gründen, in denen da einer ganz gut ist und dann irgendwie Leute. Aber wenn ich das jetzt mal spitz formulieren darf, wird dann nicht einfach die Scheißarbeit dann woanders hingegeben? Das hat Grenzen, das wollte ich vorhin auch sagen. Also das Phänomen hat zwei natürliche Grenzen. Seit 2000 reden wir, ohne es so zu nennen, über Crowdwork. Und dann gab es so Anfang der 2000er, meinten, wir crowdsourcen jetzt alles irgendwie, ne? Mhm. So, weiß nicht, hier und dann von euch, jetzt mal, vielleicht haben zwei es auch mal gemacht, aber am Ende niemand hier im Raum. Also nix Crowdsourcing, ja? Deswegen ist meine Sorge, dass morgen irgendwie die ganze Welt gecrowdsourced wird, auch sehr begrenzt. Wenn IBM anfängt, so Konzepte wie Liquid Workforce irgendwie wirklich zu pushen, oder bei SAP ist die Büros leer stehen, dann wird es schon so ein bisschen interessanter. Fürs Bruttosozialprodukt bewegt das den Zeiger wenig. Ich bin froh, dass sich die Gewerkschaften so früh drum kümmern, weil es, glaube ich, ein paar Chancen gibt, so früh Dinge zu lernen, wie zum Beispiel das, was du gerade geschildert hast, nämlich Leute zusammenzubekommen, die physisch getrennt sind. Das heißt also, erstens, und worin sind die Grenzen? Jetzt nochmal grafische Gestaltung. Ich bin irgendwie eine kleine Autowerkstatt oder ein Institut oder so und lass mir ein tolles Briefpapier in einer Crowdsourcing-Plattform gestalten. Hübsch. Ein paar Tage später fällt mir ein, ich hätte noch irgendwie gerne eine Website oder sonst was. Kommt der Nächste, macht was, passt dazu oder passt nicht dazu, weiß ich nicht. Ne? Und dann merke ich, und spätestens wenn ich meine Visitenkarte brauche, fällt mir auf und tatsächlich ein bisschen seriös auftreten will, vielleicht brauche ich doch tatsächlich eine Agentur. Und ich glaube, es gibt, ne, das sind so ein paar von den Transaktionskosten, die haben wir lange drüber reden, das sind die natürlichen Grenzen, und das ist auch ein Grund dafür, dass dieses Phänomen so an ein paar Stellen entsteht und wir probieren viel damit rum, aber am Ende jetzt irgendwie nicht 10% vom Bruttosozialprodukt ausmacht, wahrscheinlich irgendwo unterhalb des Promillebereichs. Aber das ist natürlich Status quo heute. Ja. Gerade wenn man jetzt. Seit 20 Jahren. Naja, aber wenn man in die USA guckt, da sind sie ja zum Beispiel schon viel weiter. Und da kann man jetzt. Bruttosozialprodukt glaube ich auch nicht. Das vielleicht nicht, aber sozusagen die Crowdworking-Plattformen sind viel größer, es gibt viel mehr Nutzer, man kann tatsächlich auch. Kommt immer darauf. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist auch wieder so ein kulturelles Ding, ne? Also nochmal, die Unternehmen, wenn man das jetzt, weil wir vertreten ja auch die Plattform und die Unternehmer mit dem Verband, und wenn wir halt mit den Unternehmen reden, dann kommen wir halt ganz schnell an unsere Grenze, wo es dann halt einfach heißt, na, wie viel muss ich denen jetzt an Infos rausgeben über meine Betriebsgeheimnisse? Kann ich ein NDA unterschreiben lassen, wo wir sagen, das können Sie gerne machen, da sind 10.000 Menschen auf der Plattform. Was ist ein NDA? Viel Spaß. Das ist dieser Non-Disclosure Agreement, das heißt, ich rede nicht. Ich rede nicht über dein Geschäft, ich habe nichts gehört, und ansonsten darf ich dich verklagen, falls du es doch tust. Da geht es ja schon los, ne? Dass die also die Betriebsgeheimnisse nicht rausgeben wollen, dass die halt nicht Fremden die Tür aufmachen möchten, sondern dann lieber die Leute, die andere sie halt Grenze einstellen. Bis dann hinzu, dass auch die deutschen Unternehmen noch nicht kreativ genug sind, zu sagen, Mensch, ich hole mir jetzt einfach mal die Schwarmintelligenz ins Haus. Und lass die mal gucken, was können die dann von sich aus verändern. Das können die Amerikaner ja schon besser. Das machen die Amis einfach besser, weil die haben halt eben einfach eine ganz andere Kultur. Aber da sind wir ja vielleicht darf ich mal zu den Amerikanern was sagen? Also, zu und über die Amerikaner, beziehungsweise aus der Zusammenarbeit, weil in unserem Projekt arbeitet ja mein Kollege Michael Six Silberman. Der kommt aus den USA, der hat eine Zeit lang im Silicon Valley gearbeitet, und der fand am Anfang das mit Deutschland total spannend, dass wir so Sachen haben wie Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung und so. Ich habe ihm neulich mal gesagt, es gibt in Deutschland vier Säulen des Sozialismus: Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Der kennt USA
Arbeitsverhältnisse. Und der kannte das erst nur aus der Ferne und der sagt mittlerweile, ihr habt ja hier ein tolles System, das funktioniert ja sogar, ihr habt Sozialversicherung, ihr habt feste Arbeitsverhältnisse, ihr habt ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das liegt oberhalb dem von den USA. Und warum das in den USA so gut funktioniert und warum sich die Leute auf Plattformen einloggen, ist, wenn man da keine Arbeit hat und kein soziales Sicherungssystem, dann muss man natürlich am Ende den letzten Dreck machen, um überhaupt nur Geld zu kriegen, weil die Alternative ist, im Karton zu übernachten. So, solange man aber einen sozialen Mindeststandard hat, so wie wir den hier haben, geht das nicht. Das ist gut so. Und das führt zum Beispiel auch bei den Plattformen dazu, dass die sich in einem Wettbewerb um die Leute befinden und auch sagen, ins Bodenlose geht gar nicht, weil ich habe zwar hier viele Aufgaben, die zu erledigen sind auf dem zweiseitigen Markt, aber ich brauche ja auch viele Leute, die sie erledigen würden, sonst funktioniert das nicht, also viel Arbeit und keiner will es tun und sich deshalb auch bemühen, zumindest einen gewissen Ausgleich dafür zu schaffen. Ja? Also Sozialstaat hat sich hier bei uns total bewährt, auch als Haltelinie dagegen, dass nicht jede Arbeit möglich ist und dann irgendwie noch gemacht wird. Wir haben viele Fragen. Wir fangen mal da drüben an und machen dort weiter. Konrad, komm doch mal mit dem Mikrofon rum. Wer bist du? Ich bin Jakob und ich studiere Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und mir ist ein Thema so ein bisschen zu kurz gekommen bisher heute Abend. Und das war die Qualitätssicherung im Crowdworking. Und ich habe zum Beispiel schon diverse, wie nennt man das bei 99 Designs, diese Wettbewerbe gestartet, wo dann Designer irgendetwas um die Wette kreiert haben, ihr Design in den Ring geworfen haben und man dann mehrstufig sagen konnte, okay, das gefällt mir, man kann kommentieren, was einem daran gefällt, was noch verbesserungswürdig ist, man kann da irgendwie Sterne vergeben und so weiter. Und die Erfahrung, bei aller Liebe, Sie kennen die persönlich, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass gute 50% der eingereichten Designs Plagiate sind, teilweise Google, bei Google Bilddateien gesucht zum Thema, also einfach Stichwörter eingegeben und hochgeladen. Und man hatte tatsächlich auch sehr viel damit zu tun, diese Plagiate zu melden und die Leute da auszusperren. Meine Erfahrung war, dass die Designer auch weiterhin da tätig waren, die da nicht ausgesperrt wurden aus dem ganzen System. Man kann noch anmerken, dass die auch in Berlin tätige Plattform Book a Tiger, die Reinigungskräfte vermittelt, von diesem Scheinselbstständigkeitsmodell irgendwann abgewichen ist, weil sie festgestellt hat, dass sie schon bei, ich glaube, man könnte das, ohne es groß zu überspitzen, gering qualifizierten Dienstleistungen wie eben Reinigung große Probleme in der Qualitätssicherung festgestellt hat, sodass sie dann irgendwann beschlossen hat, einfach die Putzkräfte mit den besten Ratings fest anzustellen. Und ein letzter Punkt, der mir dann noch einfällt, ist Tim Pritlove. Ich weiß nicht, der eine oder die andere von Ihnen. Der Podcast-Gott aus Deutschland. Der Podcast-Gott aus Berlin, Deutschland, hat neulich einen interessanten Einwurf gebracht. Dieses Modell des Crowdworkings, Crowdsourcings mit dem einer Art Blockchain-Lösung zu verbinden. Da ging es ihm konkret um Transkripte von Texten, die dann zum Beispiel von diversen Leuten Audioschnipsel vorgelegt wurden, die dann von verschiedenen Leuten unabhängig voneinander transkribiert werden und man dann gegenseitig bestätigt, was eine Form von Qualitätssicherung, die automatisiert ist, sein könnte. Das ist nur so ein bisschen so ein kurzer Ansatz. Und der letzte Punkt, wenn es um Gewerkschaften auch geht und zum Thema Plattformen, da ist, finde ich, ganz lesenswert die sogenannte Frankfurter Erklärung zur plattformbasierten Arbeit. Die ist, glaube ich, von 2016. Ich habe mich da innerhalb meines Studiums so ein bisschen mit beschäftigt. Da haben Gewerkschaften tatsächlich schon vor 2 Jahren recht ausführlich und recht differenziert zur Stellung genommen, was man eigentlich auf Seiten der Gewerkschaften von plattformbasiertem Arbeiten zu halten hat. Dankeschön. Ich glaube, das wurde auch schon mal so am Rande erwähnt. Nee, bisher haben wir es nicht erwähnt, aber ich habe denjenigen erwähnt, der die englische Fassung davon geschrieben hat. Das war mein Kollege. Wir haben uns in der Tat 2016 mit anderen Gewerkschaften, aktiven Forschern und so weiter in Frankfurt getroffen. War, glaube ich, das erste Mal, dass es sowas weltweit gegeben hat. Und wir haben dann eine Frankfurter Erklärung untereinander abgestimmt mit
Anforderungen für gutes plattformbasiertes Arbeiten. Soweit ich weiß, ist es auch das Einzige, was es auf internationaler Ebene in dem Bereich gibt, jedenfalls als Willenserklärung oder Forderung. Von Gewerkschaftsseite oder Verbands- und Selbsterklärung? Also das gibt es schon auch anders. Ja, ja. Ich würde gerne die letzte Frage noch mitnehmen und dann, glaube ich, ist tatsächlich schon der Zeitpunkt gekommen, wo wir so langsam am Ende sind. Die digitalen Nomaden lässt einfach links. Ja, genau, weil wir so, jetzt alle ansehen. Weil alle sich heute so wahnsinnig toll beteiligt haben. So, wer bist du? Julia, ich bin Webdeveloper und ich habe früher auch mal Plattformen angeguckt und mich da so ein bisschen umgesehen einfach, als ich noch Studentin war. Und also ich finde, dass vom Ansatz her einfach komplett falsch ist. Also ich bin auch nicht für das traditionelle Arbeitsmodell, das mag ich auch überhaupt nicht. Aber diese Plattformen, die sind für Leute, die also entweder so privilegiert sind, dass sie nebenbei einfach ein bisschen irgendwas machen wollen, oder aber so benachteiligt sind, dass sie das brauchen. Also da ist keiner da, der irgendwie ein Highflyer ist in seinem Beruf, weil die Leute, das sind dann die Freelancer, die picken sich die Aufträge selbst raus. Und von den Unternehmen her finde ich es halt unter aller Sau, dass die denken, die können Leute irgendwie 2,50 bezahlen für irgend so ein Design, was sie dann nachher für eine Werbekampagne benutzen, die dann irgendwie die Millionen einspielt. Also ich finde, das sollte überhaupt nicht erlaubt sein. Warst du bei Topcoder programmieren oder irgendwie Grafik-Sachen machen? Also ich war auf einer Grafikplattform, aber ich wüsste irgendwas für Illustrationen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das heißt jetzt. Es ist auch schon eine Weile her. Na, und da sind wir ja jetzt dran vom Verband her, dass wir halt wirklich mit den Unternehmen reden und einfach sagen, okay, wir müssen halt eben auch wirklich über Bezahlung reden. Also, ne? Ja, ich denke halt, also ich, gesagt hast. Ich würde nie der Motivation eines Unternehmens trauen auf so einer Webseite. Und ja, also ich glaube, dass die Motivation da hauptsächlich ist, Geld zu sparen und dann halt so genau, das Billigste ist, das von dem ist, zu nehmen, was halt gerade noch ist. Das ist der Ansatz, deswegen gehen die meisten jetzt halt da drauf. Und unser Job ist es halt einfach, sich mit denen dann zusammenzusetzen und zu sagen, nee, so funktioniert es aber nicht. Und damit müssen wir Schluss machen. Und ich kann festhalten, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Also eben, weil Arbeitszeiten, Bezahlung, solche Dinge eigentlich alle noch überhaupt nicht geregelt sind. Und da muss noch eine ganze Menge passieren, damit eben das App-Schuften eigentlich nicht passiert. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter diskutieren. Das Gefühl habe ich schon. Ich lade einfach mal dazu ein, vielleicht im Hof noch ein bisschen weiter zu diskutieren. In dem Rahmen schaffen wir es jetzt leider nicht mehr. Aber ich freue mich, dass ihr so aktiv heute mitgemacht habt. Sehr, sehr schön. Vielen Dank auch an euch für diese lebhafte Diskussion, für die vielen verschiedenen Sichtweisen und Ansätze auf genau eben dieses Thema. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr das nochmal weiterempfehlen wollt, dann gibt es diese Veranstaltung als Video auf der Seite des HIIG oder als Podcast bei Audible unter dem Namen Digitale Safari. Erzählt es gerne weiter und kommt am letzten Mittwoch im Monat, dann also in einem Monat wieder hierher zum nächsten digitalen Salon. Dankeschön.